Na moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Weiter mit Superheld. Welcome to Nova. Das wäre schon gut mit Magier zusammen. Mit der Tech Speed zusammen. Mit Laser. Ja, bin sie auch nicht schlecht. Attack Speed weiß ich nicht. Ich nehme erstmal den Nimbus noch mit. Ich könnte den Magier mitnehmen. Ich habe den Champion auch für sie. Ich könnte den Magier mitnehmen und damit dann sie noch ein bisschen buffen. Dass sie schneller Mana regeneriert. Ist an sich erstmal kein schlechter Plan. Hat jemand Fiesta genommen? Nö. Das heißt natürlich, wenn ich mir da nicht zu viel vornehme. Könnte auch sein. Mag ich ja mitnehmen. Schleime dazu. Nimbus vorne hin. Das geht eigentlich, na? Das geht eigentlich schon gut klar. Ich stelle erstmal hier einen hin. Ich muss mir das noch überlegen. Hier die Rächerin. Hier die Rächerin. Hier die Rächerin. Dann vorne Nimbus. Ich glaube, das kommt hin. Könnte auch vorne ein oder zwei Nimbus hinstellen, wenn ich es ein bisschen versetzt mache. Aber ganz schön durchgelassen. Gaukel und eine Sau, so früh schon. Könnte es auch hier machen. Auf die Ebene. Beziehungsweise eine runter. Na, ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, da gucke ich, wenn es soweit ist. Ah, der kackt ja richtig rein. Das ist nicht Fiesta genommen, oder? Nee.
macht der denn? Irgendwie verkacken. Seltsam. Stell die lieber rein. So gefällt mir das besser. Zum uns locker ab. Bumm. Ho, ho, ho. Ja. Dann packe ich die Rächerin 1 runter. Mach die Schleime da dran. In dem Bus vorne. Passt. Alter, sogar noch den göttlichen Segen. So. So wird das. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber es macht dann nachher Sinn. Ich hätte auch die Blumen verkaufen können, so, aber das wollte ich jetzt nicht. Nur damit es schick aussieht. Und allzu weit hinten platzieren wollte ich jetzt auch nicht. Kann ein bisschen Rock aufbauen. Die haben alle ganz schön durchgelassen. Ja, ich glaube, es hält auch. Ich halte es nicht. Das kann ich nicht alles halten. Nee, er schafft's nicht. Sehr gut. Das ist das schon mal weg. Und ich habe meines fürs Late Game aufgehoben. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt machen wir ein paar Upgrades rein. Mir scheint es doch manchmal etwas wichtiger zu sein, die Upgrades hier hochzubauen. In dem einen oder anderen Game zumindest. Das ist schon wichtig. Hier können wir auf 10 ganz gut was reißen. Aber Daphne. Ah, die hätten Fährster nehmen sollen. Na, vielleicht kriegt man die noch raus. Mal sehen. Nö. Aber ist nicht so wild. Ja, ich baue das ganz komisch. Das muss so sein. Können wir eigentlich auf jeden Fall noch einen dritten reinbauen. Das
Das geht vollkommen klar. Bin mal gespannt, ob die Strategie dann aufgeht, die ich habe. Wir werden es rausfinden. Ist das meiner? Schicke ich auf den? Nö. Kostet 270, ne? Hm. Okay. Ich habe gerade geschaut. Bei den Masken sollte man ja immer so ein bisschen gucken, wann man die aufwertet. Zur roten. Weil die ja die eine Welle stark sind, eine Welle schwach. Eine Stelle stark, eine Welle schwach. Die Frage ist nur, also ich prinzipiell würde die ja eher auf die geraden Wellen aufwerten. Dass man dann hier auf 12, 14, 16 die gut nutzen kann. Aber es kann natürlich sein, dass man das genau andersrum macht. So. Dass man die den schwächeren Waves noch stärker macht, aber ich glaube nicht. Macht gar keinen Sinn. Und soll das schon auf den geraden Waves machen. Achso, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was ich schicke. Dann gibt es einfach noch eine Strecke mit rein. Oh, einen Haufen Strecke mit reingeschickt. Ja, kann ich gut blocken. Sehr gut. Jetzt haben wir die Worker ein bisschen aufgeholt. Jetzt habe ich das stehen, was ich haben wollte. Wir nehmen die Magier-Aura. Deswegen habe ich das ja hier so komisch gebaut. Du wirst Magier. Du wirst Champion. Du wirst... Kriegst den göttlichen Segen. Das ist schon krass. Das ist echt krass. So, wir gucken mal hier Gargoyles. Wächter der Meere. Also auf 13. Auf 13 macht Sinn. Auf 13 was schicken. Eigentlich nur die Verstärken, die da sind. Pack wieder vielleicht. Aber das ist schon gut. Attack Speed, Mega Leben, Champion, volle Power. Oh, hier wird Mana verteilt. Okay, 430 fürs Upgrade. Ich werde eine Maske auf. Oder sind die Wellen festgelegt? Oder ist das so, ich werde die eine Runde auf und dann ist sie jetzt auf der 13 fett? Das kann auch sein. Ich krieg nur Upgrades. Ich werde Pack wieder reinhauen.
consider it done. On my way. Ja, wirklich viel kann ich jetzt nicht holen. Ich habe die Upgrades gekriegt. So, wir werten dich auf. Das ist ganz wichtig. Das kann ich noch reinmachen. Ein Maulwurf. Jetzt habe ich zwar keinen magischen Schaden für den Wächter der Meere, aber ist egal. Maulwurf ist gut dabei. Dort gerade mal. Das ist ja nicht gerade viel. Das könnte er noch blocken vielleicht. Ach ne, es sind noch drei. Und dann nicht. Das sah aus, als wären es zwei, aber drei kann er nicht mehr blocken mit dem bisschen. Aber das könnten die blocken. Ohne dicken Verheerer. Macht bei ihm natürlich auch Sinn, mehr Attack Speed und mega Leben. Hat sowieso schon viel. Jetzt haben wir die Schleim noch mit aufgewertet. Ich werde jetzt keine Masken mehr hinstellen. Manachos, sehr schön. Stich habe ich hier auf jeden Fall genug. Würde ich mal behaupten, den Wanderer nehme ich raus. Ich nehme den mal noch mit. Und den kann ich auch noch mitnehmen. Habe ich noch ein bisschen Nahkampf und Fernkampf. Das ist eine gute Rolle, gerade die Mana-Rösser. Die sind echt was wert. Quadrapusse. Da kann man nicht so viel senden. Hier ein Pegasus hin. Da ein Pegasus hin. Stell hier vorne auch mal noch einen hin. Und dann wird es mal gut verteilt, dass die mit Megaspeed kloppen kann. Und genau das ist das, was ich haben will. Aber ich habe jetzt Pegasus dabei. Damit hat er nicht gerechnet. Zack, zack, zack. Jetzt geht's ab. So mega stark. Die Rescherin so stark aufgewertet. Da hält er. Das hält er. Also ich würde sagen, also ich lege den an Workon so ein bisschen zurück. Aber ich muss sagen, an Kampfkraft bin ich übelst weit vorne. Da kann mir fast nichts passieren. Wir werten hier mal ein bisschen was auf. Den habe ich noch gar nicht drauf gemacht. Jetzt habe ich ihn drauf. Ach, ich habe den nochmal gekriegt. Doppelt.
Oder? Hab ich die doppelt gekriegt? Moment. Auf 6, auf 10, auf 15. Ich muss den jetzt nochmal gekriegt haben. Ich habe jetzt 2 davon. Jetzt hier ordentlich Blöcke holen. Ja, auf die Warblinge, da kann ich Mimics schicken. Da schickt ja auch jede Runde die teuren Einheiten. Komme ich hier einfach mal ein bisschen was zusammen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall gut dabei. Jetzt kann ich das machen auf jeden Fall. Und ich habe doch... Ja, für Nimbus habe ich jetzt nicht genug Piepen. Aber ich kann hier ihn noch hinstellen. Noch ein Blümchen. Ja. Da bin ich gut dabei. Und hauptsächlich... Oh, es sieht nicht gut aus. Ja, okay. Buff weg. Aber ich habe ja zum Glück noch die anderen. Die anderen Buffs sind ja zum Glück noch drauf. Irgendwann geht der eh flöten. Außer du machst halt auf irgendwie eine Fernkampfeinheit und hältst jede Wave. Jetzt hätte ich gar nicht mehr, dass die Mana-Regeneration so großartig gebraucht, wenn ich jetzt die Pegasus habe. Die nehmen auch ein bisschen Mana noch weg. Aber ich habe so viele stehen. Die sind schnell voll. Nimbus sind schnell voll. Genau wie das. Zack. Das sieht gar nicht schlecht aus. Nö. Oh Mann. Warum? Da muss ich ja mitmachen. Das bringt ja nichts, wenn ich als Einziger nicht schicke. Stell mal hinten hin. Was soll denn das? So.
Haben wir auch nochmal 1000 abgekriegt. Habt ihr auch. Macht man das jetzt? Auf 19 nochmal schicken? Eigentlich nicht, oder? Es war immer 18 nochmal und dann saved man. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und ab 18 auch keine Worker mehr. Ja, zack, da hat er geschickt. So. Das war letzte Runde auch schon so, dass einer unbedingt noch mal schicken wollte. Okay, auf jeden Fall dicker Kingpins da stehen. Großer Baum, großer Starcaller. Den Buff sogar noch. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich möglichst gut dabei bin, wenn ich da welche rausschicke. So, der Nimbus wird aufgewertet. Den könnte ich zwar theoretisch aufwerten, aber es bringt mir nicht mehr so viel. Ich mache es lieber so. Sieht an sich ganz gut aus. Trotz, dass ich nicht mehr den göttlichen Segen oder war das nicht Titanbuff früher? Ich glaube, die Titanbuff ist immer dann mehr Leben, egal ob abkackt oder nicht. Aber den habe ich jetzt verloren. Trotzdem bin ich auf jeden Fall gut dabei. Ja, wird echt früh angegriffen und gefokust. Das gefällt mir gar nicht. Na, auch. Was ist denn das? Was ist denn los mit den Leuten? Nein, ich möchte nicht jetzt schicken. Wir haben eine Runde gesammelt. Oder zwei. Das macht doch gar keinen Sinn. Die schicken aber auch jetzt schon. Ich weiß nicht. Also habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, ich habe schon eine Weile nicht mehr 4 gegen 4 so weit irgendwie gespielt, aber... Man sendet auf 19 nochmal und schickt auf 22 dann trotzdem einfach. Gut, dann habe ich wohl was verpasst. Also ich wollte noch vorher die ganze Zeit immer schon schicken. Aber es wird man nicht überleben. Das glaube ich nicht. Nö. Defeat. Naja, aber das war eine Weile von Legion TD2 im 4 gegen 4 Superhero Modus. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.